Total Rugby Interview mit Lucas Heinz-Johnson, Tertal Rai und Deutschland. Lucas, Glückwunsch zum Sieg auf jeden Fall. Danke. War ein sehr knappes Spiel ganz am Ende. Du hast selber Spiel des Tages, viel Verteidigung. Wie kannst du das Spiel lang machen? Auf jeden Fall, ich bin auch auf jeden Fall stolz auf die Mannschaft, da wir jetzt als Einheit gearbeitet haben, sowohl in Sturm als auch in der Hintermannschaft, auch als Gesamtes. Wir haben zusammen gekämpft und am Ende auch verdient heute gewonnen haben. Also die erste Halbzeit war ganz schön spannend. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen Einfluss, dass viele Bälle rumgefahren sind. Das stand 10 Minuten Verteidigung dann für die zweite Halbzeit. War ganz schön harte Arbeit, oder? Auf jeden Fall, aber wir haben in der Vorbereitungszeit viel Konditionsarbeit geleistet und das hat sich auch heute bezahlt gemacht. Man hat gemerkt, der Gegner wurde immer müder und müder und wir waren eigentlich immer noch relativ fit und das hat sich auch dann, ja, wie gesagt, am Ende bezahlt gemacht. Also heute auf jeden Fall für den RK ein großes Sieg gegen eine große Mannschaft. Wie geht es denn jetzt weiter für die Rückrunde? Also ich denke, wir sollen jetzt nicht verhustet werden, sondern uns einfach weiter aufs Training fokussieren, unseren Spielplan weiterverfolgen oder weiter ausarbeiten und konzentriert bei der Sache bleiben. Es war jetzt auf jeden Fall eine Riesenleistung, wir freuen uns auf alle heute, aber die Saison ist noch lang und man weiß, was noch passieren kann. Deswegen sollten wir uns weiter konzentriert bleiben. Und du warst selber bei der Nationalmannschaft dabei, bei Russland etc. Das Spaß gemacht? Gute Erfahrung gesammelt? Auf jeden Fall, es war eine Riesenehre für mich und ich habe definitiv viel mitgenommen und hoffe, dass ich auch weiterhin noch meine Leistung für Deutschland bringen darf. Ja, auch mal. Also vielen Dank für das Interview und Glückwunsch zum Sieg. Dankeschön.